Hallo, ich habe eine Anfrage erhalten, ob ich nicht einmal ein Video zu Wing Commander machen könnte. Und ich habe das Spiel getestet. Mithilfe der DOSBox funktioniert das Spiel auch auf aktuellen Betriebssystemen, also zum Beispiel Windows 10, Windows 8 oder auch auf Windows 7, egal ob jetzt 32-Bit oder 64-Bit Betriebssystem. Und ja, wird euch jetzt zeigen, wie ihr das Spiel installiert und startet. Und solltet ihr das Programm DOSBox noch nicht installiert haben, dann könnt ihr zunächst erst einmal auf meine Website gehen. gamedoktorpc.de. Dann klickt ihr hier auf Tutorial DOSBox und findet hier mein Video zur Installation von DOSBox und findet unter Links den Link, um DOSBox zu installieren. Wenn ihr das Programm DOSBox installiert habt, müsst ihr noch vorab den Ordner DOS erstellen. Das zeige ich auch in dem Video zur Installation von DOSBox. Und den Ordner DOS erstellt ihr auf eurer Festplatte, dem Laufwerk C. Hier seht ihr, ist er schon erstellt. Wenn ihr den noch nicht erstellt habt, geht ihr hier auf Rechtsklick, Neu, Ordner. Und benennt den Ordner dann um in DOS. Damit können wir dann das Spiel in diesen Ordner installieren. Und jetzt starten wir mit der Installation von Wing Commander. Ihr startet die DOS-Box. Zunächst gebt ihr folgenden Befehl ein: Mount halt C, C Doppelpunkt, Backslash DOS. Damit wäre der Ordner DOS, den ihr vorab erstellen müsst, eingebunden. Und jetzt müssen wir noch das CD bzw. das DVD-Laufwerk einbinden. Und das machen wir mit dem Befehl Mount D H Doppelpunkt Backslash minus T CD-ROM. Bei diesem Befehl müsst ihr darauf achten, dass dieser zweite Laufwerksbuchstabe der Buchstabe eures tatsächlichen DVD-Laufwerks ist. Also bei mir ist das H und das müsst ihr dann anpassen, wenn euer Laufwerk einen anderen Buchstaben hat. Ihr geht also in den Windows Explorer, schaut nochmal, welchen Buchstaben hat das DVD-Laufwerk. Ihr seht, bei mir ist das hier der Buchstabe H und wenn euer DVD-Laufwerk den Buchstaben E hat, würde der Befehl dann heißen Mount D E Doppelpunkt Backslash minus T CD-ROM. Jetzt wechseln wir auf das DVD-Laufwerk mit dem Befehl D Doppelpunkt und wir wechseln jetzt in den Ordner. Ich könnte es vielleicht vorher noch mal zeigen. Ihr seht hier auf der CD den Ordner Wing.cd. Hier sind die Dateien zur Installation enthalten und in diesen Ordner müssen wir jetzt wechseln mit dem Befehl cd wing.cd. Jetzt geben wir den Befehl ein Menü oder nur Menü. Jetzt startet das Installationsprogramm. Ihr bestätigt mit Enter und wählt hier Install to Hard Disk aus. Bestätigt wieder mit Enter. Den Pfad lassen wir so, wie er hier vorgegeben wird. Das Spiel wird also jetzt in eurem Ordner DOS, in dem Unterordner Wing installiert. Und jetzt starten wir die Installation. Die Installation des Spiels ist abgeschlossen. Ihr geht jetzt hier auf OK und dann auf Exit. Jetzt müssen wir noch die richtige Soundkarte einstellen. Dafür gehen wir hier jetzt erstmal aus diesem Ordner raus mit dem Befehl CD. Ihr wechselt auf eure Festplatte mit dem Befehl C Doppelpunkt. Dann in den neuen Ordner Wing. CD Wing und gebt jetzt ein Install. Hier wählt ihr jetzt das erste aus.
MCGA VGA, bestätigt das mit Enter und wählt jetzt hier Sound Blaster aus. Bestätigt das wieder mit Enter und bestätigt wieder mit OK. Damit wäre das die Installation des Spiels abgeschlossen. Das Ganze müsst ihr natürlich nur einmal durchführen und könntet das Spiel jetzt mit dem Befehl Wing starten. Ich würde die DOSBox aber wieder noch einmal neu starten, damit ich euch jetzt die Befehle noch einmal zeige, die ihr dann immer eingeben müsst, um das Spiel starten zu können. Wir binden erstmal wieder den Ordner DOS ein. Mount C DOS. Dann wieder das DVD-Laufwerk. Jetzt wechselt ihr auf die Festplatte C in den Ordner Wing. Und jetzt könnt ihr das Spiel mit dem Befehl Wing starten. Ich starte das Spiel jetzt im Fenstermodus. Ihr könnt aber jederzeit in den Vollbildmodus umstellen mit der Tastenkombination Alt und Enter. Ja, und jetzt starten wir. Wie ihr seht, startet das Spiel. Der Sound funktioniert auch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel. Thank you.
Thank you.